Ihr lasst mir keine andere Wahl! Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Was auch immer ich eurer Meinung nach getan habe, ich bin unschuldig. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen.
Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihr sagtet, es sei vielleicht der Schlüssel. Um was zu tun? Die Bresche zu schließen. Wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist, doch das werden wir in Kürze herausfinden. Es ist jedenfalls unsere einzige Chance. Und eure. Ihr denkt nach wie vor, ich wäre dafür verantwortlich? Ihr glaubt, ich hätte mir das selbst angetan? Nicht absichtlich. Irgendetwas ist ganz offensichtlich schiefgegangen. Und wenn ich nicht dafür verantwortlich bin? Irgendjemand ist es. Und ihr seid unser einziger Verdächtiger. Aber ihr wollt eure Unschuld beweisen? Dann ist das hier eure einzige Möglichkeit dazu. Ich habe also im Grunde überhaupt keine Wahl. Keiner von uns hat eine Wahl. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Mein Schöpfer, urteile über mich, bade mich im Licht deiner Gnade, tauche mich in Feuer, auf das ich gereinigt werde. Sag mir, dass mein Gesang dein Wohlwollen fand. Gesegnet seien die Rechtschaffenden, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Wir gehen ins Tal. Beim Erbauer, das ist das Ende.